Hier bin ich wieder, Pamela vom Pamelope-Blog. Habt ihr das Wetter da draußen gesehen? Es ist absolut tolles Wetter zum ersten Advent. Schöner Start in die Adventszeit. Und apropos, ich habe hier noch einen Adventskalender nicht ausgepackt. Und zwar kam der wirklich einen Tag vor dem 1. Dezember. Und ich packe den jetzt mal mit euch aus, weil ich vorher noch nicht dazu gekommen bin. Und der kam von der Firma Kneipp. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich Kneipp VIP-Bloggerin bin. Und als Dankeschön durften wir VIP-Blogger uns alle noch einen Adventskalender bestellen. Schaut doch mal, ob vielleicht sogar noch welche da sind. Zuletzt habe ich gesehen, die waren schon zum reduzierten Preis. Und es lohnt sich doch eigentlich. Ich sehe es schon, der ist diesmal ganz dunkel gehalten. In so einem Mitternachtston, so leicht bläulich, lila. Ich mache vielleicht auch direkt mal die Folie ab, wenn ich sie abbekomme, reflektiert das nicht so. Also da finde ich ja fast jetzt gar keine Folie gebraucht. Okay, denn wenn der in so einem Laden liegt, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Dieser kam ja jetzt direkt aus dem Kneipp Online-Shop und ich struggle hier wieder komplett mit der Schere und der Folie, aber es geht. Oh nein, ich habe einen kleinen Kratzer dran gemacht. Aber nicht so schlimm. So. Was ihr nicht seht, aber ich schon, ist, dass auf der Rückseite einfach schon alles abgebildet ist, was drin ist. Haha. Gehen wir so ein bisschen nach hinten, dass ihr in voller Größe sehen könnt. Das ist der Kneipp Adventskalender 2023. Richtig toll hier mit Weihnachtskugeln, einer Glocke und Stern. Also so Christmas Ornaments. Und ich sehe, dass da ganz tolle Sachen drin sind. Also es gibt wieder Badekristalle, Badeessenzen, Hautöle, Wirkduschen, Handcremes. Okay, also jetzt gleich zum Schluss zeige ich auch euch noch mal die Rückseite, was drin ist, damit diejenigen, die sich die Überraschung nicht kaputt machen können, vorzeitig abschalten können. Aber alle, die neugierig sind wie ich, die können gern dranbleiben. Die ersten paar Türchen, heute ist schon der 4.12., machen wir gemeinsam auf. Da solltet ihr ja auch schon reingeguckt haben, wenn ihr den habt. Starten wir doch mal hier mit der 1. Ich mag das immer nicht gern kaputt reißen. Wow, und das ist gleich hier so eine Wirkdusche. Ich liebe diese Größen. Das ist die Goodbye Stress Wirkdusche. Stress? Stress? Keine Ahnung. Die sind nämlich ideal, um die mit ins Schwimmbad zu nehmen. Oder zum Sport, wenn man danach noch duschen möchte und nicht bis auf nach zu Hause warten möchte. Ihr seht, die sind etwa so handgroß. Die reichen schon für einige Duschen, also auch für Wochenendurlaube oder überhaupt kürzere Urlaube, sind die super. Da muss man nicht die große Tube mitnehmen. Diese riecht nach Wasserminze und Rosmarin. Also richtig frisch. Es gibt leider kein Duftvideo. Ich probiere es mal selber aus. Dann hatten wir den zweiten. Der ist hier. Und da sind diese süßen kleinen Badeessenzen, hier in der Variante Tiefenentspannung. Die sind etwa fingergroß und diese Flaschen hebe ich zum Beispiel immer total gern auf nach dem Baden. Die reicht für 1 bis 2 Vollbäder, bei uns für 2. Also ich nehme immer ein halbes für ein Vollbad. Und hier haben wir den Duft Patchouli und Sandelholz. Und diese kleinen Fläschchen spült die nachher aus und wenn ihr irgendwie Kinder in der Nähe habt, gebt denen die zum Spielen, für die Puppenstube, für den Kindereinkaufsladen. Die werden das lieben, weil das sind die Original-Kneippflaschen, halt nur in Mini. Und ich weiß, Kinder mögen alles, was so sehr original aussieht und trotzdem Mini ist. So, jetzt suchen wir die 3. Ich habe sie schon gefunden. Es geht hier wesentlich einfacher als bei meinem anderen Adventskalender von Degusta-Box, wo man die Nummern ewig suchen muss. Ich krieg's aber nicht raus. So, auch hier wieder eine Aromapflegedusche. Sei frei, verrückt und glücklich mit dem Duft nach Glücksklee und Apfelsine. Auch hier wieder diese tolle handgroße Reisegröße, Duschgröße.
Und einen dürfen wir noch. Das ist die 4. Die versteckt sich. Doch, ich habe sie hier in der großen Kugel. Und da haben wir die Badeessenz Entspannung pur mit Melissenduft. Auch wieder fingergroß. Ich weiß schon, wie das riecht. Ich kenne die Düfte natürlich alle. Den mag ich total gern. Okay, und wenn ihr nicht wissen wollt, was sonst noch im Kneipp-Adventskalender dieses Jahr drin ist, müsst ihr jetzt abschalten. Da sage ich schon mal Tschüss. Alle anderen können noch dranbleiben und ich zeige euch noch mal die Rückseite. Also es ist ja echt, ne, grandios. Ihr seht viele Originalgrößen hier bei diesen Sachets für die Badekristalle. Ganz toll hier auch die Handcremes, Massageöle. Ist eigentlich alles drin, was das Kneippherz begehrt. Ich wünsche euch noch weiterhin eine schöne Adventszeit. Ich hoffe, dieser Schnee, der bleibt noch ein bisschen. Nutzt den, geht spazieren mit der Familie, stellt euch schöne Kerzen hin, macht ein tolles Bad oder sowas. Macht ein bisschen Wellness drin und guckt nach draußen, wenn euch das zu kalt ist. Ich werde das auf jeden Fall tun. Tschüss!